Hallo, ich grüße alle im Sternzeichen Wassermann Geborenen heute auf meinem Kanal Auroras Sternmagie. Wir wollen gemeinsam in die vierte Kalenderwoche schauen, was ich euch so erzählen darf, was so auf euch zukommt, was ihr vielleicht hinter euch lassen sollt, worauf ihr eventuell achten solltet und worauf ihr euch freuen dürft. Aber wie immer, als erstes eine Karte aus dem Seelenreich-Orakel, was euer Herz braucht, welche Bedürfnisse eure Seele hat, was ihr euch selbst Gutes tun dürft. Und dann legen wir los. Eine Karte bitte für meine lieben Wassermänner für die Kalenderwoche 4. Da ist sie schon. Oh, zwei Wolken rausspringen. Dann schauen wir mal die erste an. Habe den Mut, frei zu sein und wisse, Freiheit fängt dort an, wo das Wollen aufhört. Und eine Botschaft sucht den Weg zu dir. Sei aufmerksam, die geistige Welt will dich berühren. Das sind doch zwei sehr, sehr schöne Karten gleich am Anfang. Fangen wir mit der ersten an. Habe den Mut, frei zu sein, denn Freiheit beginnt da, wo das Wollen endet. Diese Karte möchte euch sagen, dass ihr loslassen sollt an bestimmten Themen, die ihr unbedingt haben wollt. Denn ihr werdet euch erst frei fühlen, wenn ihr diese Themen loslässt. Loslässt? Ja, irgendwie so. Denn solange man an etwas klammert, an einer bestimmten Vorstellung klammert, etwas festhält, kann man sich nicht frei fühlen, weil man ist ja permanent am Denken, wie kriege ich das, was muss ich tun, um das zu bekommen. Und oftmals ist es so im Leben, dass wenn man etwas loslässt, dann kommt es automatisch. Und dann fühlt man sich auch frei, weil man im Gedanken frei ist, man ist nicht mehr so verhaftet an diesem permanenten etwas wollen, an diesem permanenten nur daran denken, was einem fehlt. Sondern man konzentriert sich auf das, was man hat und kann das dann auch wieder genießen. Und die zweite Karte, eine Botschaft sucht den Weg zu dir. Die geistige Welt möchte dich berühren. Da werden wir gleich mit den Lenormand-Karten weiter drauf eingehen. Was ich denn euch erzählen darf, was für eine Botschaft für euch bereitgehalten wird. Und dann legen wir auch schon los mit den Lenormand-Karten. Ich hätte gern drei Karten für meine lieben Wassermänner. Eins. Was darf ich erzählen? Was kommt auf euch zu? Was für eine Botschaft soll euch erreichen in der vierten Kalenderwoche des Jahres 2023? Zwei Karten bitte noch. Und eine noch. Und dann können wir gleich mal uns überraschen lassen. So. Sehr schöne Energien, definitiv. Wir haben das Kleeblatt, die Blumen und die Mühle. Das Kleeblatt ist eine Karte, die einerseits eine schnelle Botschaft signalisiert. Der Klee wächst ja unglaublich schnell. Und aber auch die Karte für das kleine Glück. Wir haben die Blumen. Die Blumen stehen auch für Wachstum, für Schönheit, für Geschenke, aber auch für Selbstliebe, Selbstwert und Selbstbewusstsein. Und wir haben die Mühle. Die Mühle steht für, im zeitlichen gesehen, im Gegensatz zum Klee, für einen langsamen Prozess. Wer schon mal eine Mühle gesehen hat, die dreht sich ja die meiste Zeit sehr gemächlich, arbeitet aber kontinuierlich und produziert auch etwas. Von daher darf ich euch sagen, dass Dinge, die ihr angegangen seid, Dinge, die ihr vorangetrieben habt, schon seit längerem,
Ja, sich zum Guten wenden. Ihr werdet sehr, sehr glücklich sein. Ihr werdet dabei zusehen können, wie eure Ideen wachsen, wie eure Arbeit Früchte trägt. Und das wird euch auch sehr, sehr stolz machen. Schauen wir mal weiter, ob ich da noch Klärungskarten erhalten darf, in welchem Bereich sich denn der Wachstum und die Schönheit zeigen wird. Ich hätte gerne nicht so viele, eine Klärungskarte zu den Blumen und zu der Mühle bitte für meine Wassermanngeborenen. Eine Klärungskarte für die Blumen und eine für die Mühle. Mal schauen, was ich da noch erfahren darf für euch. Raus und das sind zu viele, aber das Telefon ist gesprungen. So, es ist ganz, ganz witzig. Hier oben haben wir aus dem Seelenreich Orakel die Nachricht erhalten, dass eine Botschaft auf dem Weg zu euch ist. Und hier ist jetzt das Telefon gefallen, was ja natürlich auch eine Nachricht, ein Anruf bedeutet. Und gemeinsam mit der Landkarte heißt es, dass ihr einen Anruf bekommen werdet, eine Nachricht bekommen werdet, die euch euren Zielen weiterbringt. Näher bringt, nicht weiterbringt, euren Zielen näher bringt. Also dieses Thema, was ihr schon seit einiger Zeit am Laufen habt, wo ihr schon einige Zeit dran arbeitet, nähert sich jetzt tatsächlich dem Ziel und ihr werdet in dieser Richtung eine positive Nachricht, eine Botschaft erhalten. Das haben wir jetzt auch schon zweimal von der geistigen Welt als Botschaft. Und jetzt versuche ich noch eine Klärungskarte zu kriegen, in welchem Bereich es sich denn handelt. Und wunderbar. Aus diesem Gespräch wird ein Treffen hervorgehen. Ihr werdet euch mit jemandem treffen. Der Salon bedeutet immer ein Gespräch, eine Zusammenkunft, ein Date. Alles, was früher so im Salon stattgefunden hat. Früher hat man sich ja in den Salon zurückgezogen, um Dinge zu besprechen oder einfach Gespräche zu führen. Ich kriege irgendwie nicht die Antwort, zu welchem Thema es ist, aber ich denke mir, jeder von euch wird wissen, um welches Thema es sich handelt. Darum fahre ich jetzt einfach mal fort mit den allgemeinen Energien und vielleicht ergibt sich daraus ja noch eine Antwort oder etwas, das uns ja Licht ins Dunkle bringt. Ich hätte gern noch drei Karten zu den allgemeinen Energien. Eine ist ausgefallen. Noch eine, beziehungsweise noch zwei Karten. Zwei Karten noch für meine lieben Wassermänner. Was darf ich noch erzählen? So, da bin ich gespannt. Gut, Thema für euch nächste Woche ist auch die Selbstreflexion. Das bedeutet, der Spiegel sagt einem immer so, schaut mal in den Spiegel, betrachtet euch neutral, was habt ihr erreicht, was möchtet ihr noch erreichen, welche Bedürfnisse habt ihr, welche Gefühle schlummern noch in euch, welche Träume. Und wir haben die Harmonie, das Klavier bedeutet Harmonie. Alles, was man so empfindet, wenn man ein schönes Klavierstück hört, Glück, Ruhe, Harmonie. Und wir haben in der Mitte den Tee. Der Tee ist auch eine Zeitkarte in dem Sinn, dass er uns sagt, abwarten und Tee trinken. Und von daher
ist es Zeit für euch, euch bewusst zu machen, was ihr schon erreicht habt. Denn die Karte sagt, ihr sollt in eure Ruhe, in eure Harmonie kommen. Ihr sollt euch auch mal ein Stück zurücknehmen, vielleicht bildlich sogar euch einen schönen Tee machen, irgendwo hinsetzen, die Ruhe genießen und euch einfach mal über das freuen, was ihr erreicht habt. Und jetzt schaue ich mal, ob ich zu dem Thema eine Klärungskarte bekomme, die uns ja etwas mehr Aussagekraft liefert. Ich hätte gerne zu den Energien eine Klärungskarte. Gut, es hat etwas definitiv, die Taler sind gefallen. Ja, ihr werdet eine Idee haben, was etwas das Thema mit Geld zu tun hat. Ihr werdet im finanziellen Fülle erreichen. Es ist gut möglich, dass das mit eurem Projekt da oben zu tun hat, dass ihr schon länger am Erarbeiten seid oder woran ihr schon länger arbeitet. Und ja, wieder die Karte, dass ihr es zum Erfolg führen werdet. Hier oben haben wir die Blumen als Schönheit, also als Wachstum, dass es gedeiht, was ihr in der Pipeline habt. Und hier unten haben wir die Münzen als Bestätigung, dass es auch Ertrag bringen wird. Aber die geistige Welt lässt mich tatsächlich das Thema nicht konkretisieren. Aber wie gesagt, ihr werdet wissen, von was ich spreche. Es hat auch jeder gerade was anderes. Wow, jetzt wollten aber zwei gerade was anderes im Kopf. Bei manchen mag es vielleicht um die Liebe gehen, wo sie sich neu verliebt haben, versuchen eine Beziehung aufzubauen. Andere haben sich vielleicht selbstständig gemacht. Wieder andere mögen den Beruf gewechselt haben oder sich, ja, jetzt wollte ich mich wiederholen, aber es ist Quark mit Soße. So. Gut, also bei euch dreht sich in der vierten Kalenderwoche tatsächlich alles um das Projekt, das ihr im Kopf habt, denn jetzt ist der Aufbruch gefallen in Form des Schiffs und das Geschenk symbolisiert Freude, etwas, das euch geschenkt wird, nämlich der Erfolg in dem Sinne. Und in der Kalenderwoche 4 ist für euch, liebe Wassermänner, tatsächlich die Botschaft, euer Projekt nicht zu vernachlässigen, an euch zu glauben. Ihr werdet glücklich werden mit dem, was ihr geplant habt. Ihr werdet den Erfolg sehen, ihr werdet eine Nachricht, einen Anruf bekommen, es wird ein Treffen stattfinden. Also alles Signale, dass den Traum, den ihr im Kopf habt, die Idee, die ihr im Kopf habt, die solltet ihr jetzt tatsächlich in der vierten Kalenderwoche, falls ihr es noch nicht angegangen seid, starten. Denn es wird sehr, sehr positiv sein. Es wird definitiv ein Erfolg. So viel darf ich euch jetzt schon sagen. Und jetzt möchte ich noch kurz das Mondorakel befragen. Das hatte ich nämlich am Anfang vergessen. Normalerweise ziehe ich eine Karte aus dem Mondorakel immer noch am Anfang, um zu schauen, was das Mondorakel euch noch für eine Botschaft sendet. Und zum Abschluss werde ich noch das Orakel, das Universum sagt dir, befragen. Und jetzt hätte ich gerne noch eine Karte für meine Wassermänner. Was darf ich Ihnen denn noch mitteilen? Vielleicht kommt hier noch etwas Licht ins Dunkle. Ja, eure Nachricht ist Selbstvertrauen, der Schlüssel zum Erfolg. Also auch hier die Nachricht, was ihr für einen Traum im Kopf habt, welche Idee ihr im Kopf habt, was ihr geplant habt, geht sie in der Kalenderwoche 4 an. Die Energien sind voll auf eurer Seite.
Das wird gut, das wird ein Erfolg. Ihr werdet mega stolz auf euch sein. Ihr werdet euer Selbstbewusstsein, euer Selbstvertrauen damit aufbauen. Und ja, also, was soll ich dazu noch sagen? Erfolg auf ganzer Linie. Also geht es an, falls ihr noch Zweifel haben solltet. Die Karten sagen, vergesst es, keine Zweifel, los geht's, Selbstvertrauen, der Schlüssel zum Erfolg, deutlicher kann man es wirklich nicht mehr sagen. Jetzt hätte ich gerne zum Abschluss eine Karte, das Universum sagt dir eine konkrete Botschaft vom Universum an euch, liebe Wassermänner, was in der KW4 denn noch so, KW4 denn noch so für euch wichtig ist. Glück ist mein Geburtsrecht. Das ist die Botschaft für euch, an euch zu glauben, dass ihr das Recht darauf habt, glücklich zu sein. Wir haben oben das Glück liegen, wir haben unten das Geschenk und das Universum sagt euch, Glück ist mein Geburtsrecht, euer Geburtsrecht. Von daher für die Kalenderwoche 4 wunderschöne Energien für euch, erfolgreiche Energien. Ich freue mich, dass ich euch das habe mitteilen dürfen. Und ja, bei allem, was ihr vorhabt, drücke ich euch ganz, ganz fest die Daumen, obwohl ich das nicht muss, die Karten sagen. Alles im Fluss, alles läuft prima. Ich wünsche euch eine wunderschöne vierte Kalenderwoche. Wenn euch die Legung gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch, damit macht ihr mir eine Freude. Und wenn ihr von mir nicht genug bekommen könnt, drückt die Abo-Glocke, abonniert meinen Kanal, kostet euch nichts und dann sehen wir uns bald wieder. Habt eine tolle Zeit. Bis dahin. Tschüss.